Zusammen. Ich darf Sie ganz herzlich zur Pressekonferenz nach dem Spiel HC Erlangen gegen den SC DHFK Leipzig willkommen heißen. Mein Name ist Timo Teckenberg und ich vertrete heute unsere Pressesprecherin Mira Olk, die sich derzeit noch in Elternzeit befindet. Insgesamt haben wir heute ein sehr umkämpftes Spiel gesehen. Zur Halbzeit stand es 8:8 und am Ende konnten wir sich der HC aber mit 19:15 durchsetzen. Auf dem Podium begrüße ich heute die beiden Trainer, einmal den Gästetrainer André Haber und einmal unseren Trainer Michael Haas. Zudem darf ich auch Carsten Günther von den Gästen willkommen heißen und unseren sportlichen Leiter Raul Alonso. Wie auch in den letzten Jahren geht natürlich das erste Wort immer an die Gäste. Wie haben Sie das Spiel heute wahrgenommen? Ja, hallo von meiner Seite. Erstmal Glückwunsch an Micha, Raul und HC Erlangen zum verdienten Sieg. Wenn wir zur Halbzeit 8 Tore machen, da hätte ich das vorher gewusst, da hätte ich schon gedacht, da liegt man wahrscheinlich deutlich hinten. Dass es da unentschieden steht, das war absolut okay für uns. Und hätte ich dann gewusst, dass wir in der zweiten Halbzeit noch weniger Tore machen als in der ersten, dann weiß ich nicht, was dann gewesen wäre. Aber Fakt ist, dass 15 Tore in einem Bundesligaspiel nie ausreichend sind. Das ist uns heute passiert. Das passiert uns hoffentlich ein einziges Mal in der ganzen Saison. Das ist bitter, dass es heute passiert ist, weil meiner Meinung nach der HC Erlangen auf jeden Fall schlagbar war für uns. Wir haben eine sehr gute Deckung gespielt, wir haben Erlangen bei 19 Toren gehalten, aber wir haben einfach viel zu schlecht angegriffen, um heute das Spiel gewinnen zu können. Und das ist schwer zu akzeptieren jetzt, das verärgert mich auch, aber wir haben am Sonntag das nächste Spiel und müssen dort uns wieder neu fokussieren, müssen es besser machen. Es besser zu machen ist nicht besonders schwer, aber wir müssen das, was jetzt gut war, zum Beispiel Deckung und Torhüterleistung, das müssen wir mitnehmen, nur im Angriff haben wir die Baustelle. Das tut jetzt weh, aber da werden wir ab morgen dran arbeiten, dass das besser wird. Ich wünsche euch und den HC alles Gute, bleibt gesund, Dankeschön. Vielen Dank. Dann geht das Wort an Hassan. Wie hast du das heutige Spiel gesehen? So kann man starten, oder? Ja, es ist ja am Ende doch ein Ergebnissport. Wir sind sehr froh, dass wir die beiden Punkte hier im ersten Spiel behalten konnten. Wir hatten eine tolle Atmosphäre mit so vielen Zuschauern. Das hat uns erstmal gut getan. Ja, zum Spiel könnte ich eigentlich genau das Gleiche sagen, was der andere eben gesagt hat. Eigentlich würden auch 19 Tore in einem Bundesligaspiel oft nicht reichen, um das zu gewinnen. Aber wir hatten einfach eben auch eine sehr, sehr starke Abwehr mit einem sehr, sehr starken Clement Verlin dahinter. Das hat schon Spaß gemacht, den Jungen da beim Arbeiten zuzugucken. Natürlich haben wir vorne noch Potenzial, das ist keine Frage. Wir haben da auch ein paar ganz eigenartige Aktionen gehabt. Das können wir besser, das müssen wir auch besser zeigen, das kriegen wir auch hin. Aber trotzdem bin ich erstmal so mit dem Auftritt meiner Mannschaft wahnsinnig zufrieden, weil sie wirklich von Anfang an waren. Sie waren da, sie haben sich auf dieses Spiel gefreut. Nochmal, wir sind sehr glücklich, dass wir das Spiel mit 19 Toren gewinnen könnten. Spricht für unsere Kampfbereitschaft in der Deckung. Perfekt, vielen Dank. Dann würde ich das Wort wieder an die Gäste aus Leipzig geben. Herr Carsten Günther, Ihr Statement zum Spiel? Ja, auch ich schließe mich erstmal den Glückwünschen an, an die beiden Herren und den HC zu einem verdienten Sieg. Da brauchen wir, glaube ich, keinen Hehl draus machen, dass wir heute maximal enttäuscht sind. Das haben wir uns anders vorgestellt. Dennoch, und da müssen wir auch ehrlich zu uns selbst sein, wussten wir, dass das mit 4 neuen Rückraumspielern stotterig werden kann zum Start. Und genau das haben wir heute gesehen, dass wir einfach dort viel zu viele Fehler produzieren und natürlich auch oft dann eine freie Chance mit Glasenstrup haben, 4-7 Meter verdonnert und vor allen Dingen auch von der Außenposition der ersten Halbzeit das ein oder andere vom Kreis weggelassen. Und obwohl uns gefühlt im Angriff überhaupt nicht gelungen ist, haben wir hier bis zum, ich glaube, 16:15 immer die Chance, das Ding noch zu drehen, auch auf der Zielgeraden. Und das finde ich, das ist ein positives Signal, was ich mitnehme aus dem Spiel. Nochmal an anderen Dingen müssen wir weiter hart arbeiten. Da müssen auch die Jungs sich bewusst sein, dass wir da schnell Verbesserungen brauchen, weil wir das nicht brauchen, dass wir das hier öfters erleben. Aber heute müssen wir das akzeptieren, müssen wir das annehmen und müssen aber auch ganz genau wissen, was war gut, was nehmen wir mit und woran müssen wir arbeiten und das wollen wir am Sonntag gegen Berlin zeigen. Der Coach, der hat mir oft, wenn ich schlechte Laune hatte nach dem Spiel, gesagt, das Gute ist im Handball, dass du 3-4 Tage später die Chance hast, das direkt besser zu machen und genauso gehe ich auch heute raus. Da freue ich mich drauf. Wir haben dann ein Heimspiel, werden auch 3000 plus x Zuschauer da sein und das kann ich versprechen. Da wird die Mannschaft sicher ein anderes Gesicht zeigen und sich mit allem dort reinschmeißen, was er hat. Von daher freue ich mich jetzt
dass in Leipzig weitergeht und hake das Ding hier ganz, ganz schnell ab. Wünsche dem HC Erlangen aber auf dem weiteren Weg alles Gute und freue mich aufs Rückspiel. Danke. Vielen Dank. Dann darf ich das Wort jetzt an Raul übergeben. Was ist deine Einschätzung? Ja, guten Abend zusammen. Zunächst möchte ich mich natürlich auch bei knapp über 3000 Zuschauern und Fans recht herzlich bedanken im Namen der Mannschaft. Wir wissen, wie schwer das ist, in der Bundesliga am ersten Spieltag zu spielen, dass diese Spiele meistens geprägt sind von Unsicherheiten und Fehlern. Und sie haben uns von der ersten Sekunde so unterstützt. Ich bin selber auch ein bisschen begeistert. Also ich möchte mal gerne wissen, wie diese Halle dann funktioniert, wenn sie ausverkauft ist. Kleiner Vorgeschmack zum Spiel. Letztendlich könnte ich mich nur wiederholen. Ich will einfach nur darauf eingehen, dass unsere Mannschaft sich super präsentiert hat, dass sie nie aufgehört hat, an sich zu glauben und dass wir natürlich auch in wenigen Tagen auch das nächste Spiel haben. Wir nehmen sehr, sehr gerne diese zwei Punkte mit. Wir wissen, dass Leipzig eine sehr starke Mannschaft ist, die sich auch im Laufe der Saison sehr gut finden wird. Da gehen wir auch davon aus. Euch wünsche ich, dass ihr gesund bleibt und dass alles weiterhin gut verläuft. Und für uns wünsche ich, dass wir keine Verletzung haben. Sieht danach so aus, bis auf Steini, der eine Platzwunde am Kinn hat. Aber ich glaube, dass das nicht so schlimm ist und wir werden sicherlich den heutigen Abend genießen und uns dann ab morgen früh wieder auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Vielen Dank und nochmal herzlichen Dank an unsere Fans für diese tolle Unterstützung. Danke dir.